Hallo. Ah, ich habe schon mal erwähnt, dass ich warten hasse, oder? So richtig hasse. So nicht leiden kann. Jetzt muss ich auf DHL warten, dass er hier ein Paket abholt von dem Kostüm, was ich erzählt habe, das er verschickt. Nämlich einen Abholauftrag gemacht für heute. Aber ohne Zeitfenster. DHL ist auch so ein bisschen hinterwäldlerisch, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Alle anderen haben irgendwelche Zeitfenster, die sie angeben, weil UPS ja auch gerade beim Liefern jetzt mal sagt, so bis Ende. Ich mir denke so, hä? Aber ja, ansonsten gibt man, weiß ich nicht, bei Hermes oder sowas gibt man ein Zeitfenster an. Also zumindest ist mir das so im Kopf. Ich dachte gerade, ich hätte eine Sackkarre gehört. Aber bei DHL weiß ich nicht wann. Jetzt stehe ich hier und warte, dass ich meine Runde laufen kann. Sonst zieht sich jemand mehr zu. Ich möchte nicht im Regen laufen. Und ich möchte heute gerne laufen. Ich muss dann die mit rechts rüber düdeln. Siehst du? Den Vlog schon geschnibbelt. Der lädt schon. Er lädt noch nicht hoch, aber speichert schon mal. Ja, und ich sitze jetzt hier und warte und warte und warte und warte und warte. Aber ich konnte gestern nicht mehr meine Haare föhnen. Das war so gut. Wahrscheinlich ein bisschen zu lange gewartet. Wir sind jetzt nicht ganz so glatt, aber. Es ist ein wunderbares Gefühl, weil irgendwie sehen die, wenn die nicht geföhnt sind, sehen die so ekelig aus immer. Na gut, ich habe sie auch immer gleich zusammengeknuddelt, dann sehen sie eh immer ekelig aus, wenn sie noch fettig wären und weiß ich nicht was. Aber bei der Hitze kommt man eh jetzt anders nach als hoch. Jetzt habe ich es zum ersten Mal nach langem wieder offen. Und ja. Ich habe gemerkt, wie lang die geworden sind. Dass der Ansatz ja schon so weit rausgewachsen ist, glaube ich. Also ungefähr. Ungefähr. Daumen. Aber es ist schon, wenn es wird dann wieder so kurz, ne? Ich habe übrigens einen Termin, habe ich glaube ich noch nie erzählt, was, beim Friseur für den 9. Oktober. Ist noch ein bisschen hin, das heißt, die wachsen dann immer ein bisschen länger. Ich freue mich schon drauf, wenn sie wieder ein Stückchen kürzer werden. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal sowas mache. Also, dass ich mich darauf freue, dass sie wieder kürzer werden. Ja, lang ist nicht mehr. Nur schulterlang. Reicht auch aus. Gut. Dann werde ich ja meine CD herholen und MP3en und den MP3-Player herholen und schon mal alles vorbereiten, dass ich dann, wenn die DHL da war, echt nur lostappeln kann. Ich traue mich nicht mit dem Briefkasten runter. Ich darf nicht, was da irgendwas drin ist, aber es ist Montag, da wird nichts drin sein. Montags kommt ja nichts und da kommt wirklich heute ab. Sonst kommt doch montags kein Bote. Außer UPS heute mal, ja, aber. Ich mich fragen, was wirklich heute ist. Das ist ätzend. Ätzend. Während ich hier gerade das Thumbnail für den Vlog erstelle, habe ich Daniel gefragt, ob der wirklich heute kommt zum Abholen und ob es wirklich kein Zeitfenster gibt. Ja, er kommt heute. Bis 20 Uhr. Echt jetzt? Das könnte sein, dass ich den ganzen Tag hier rumhocke, wenn der Runde nicht laufen kann. Ich will hier nicht sitzen und warten müssen. Aber ich glaube, ich gehe gleich mal runter zum Briefkasten und gucke, ob da was drin ist. Das wäre jetzt mal eine schöne Abwechslung. Und wenn es klingelt, höre ich es ja. Ich muss mich nur beeilen, nach oben zu kommen. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Aber erstmal das Thumbnail fertig machen, Block freischalten und dann gucken. Ach! Oh Gott, schon wieder Chaos. Ja. Ja. Ich räume mich nachher noch weg. übrigens, ja, das Band ist gerissen, wo es aufgehangen war. Und deswegen ist runtergekracht. Hat auch meine, ich weiß nicht, was es ist, Ameise oder was auch immer, runtergerissen, also nach hinten und kaputt gemacht? Nein, zum Glück nicht. Ja, aber DHL war gerade da. Um 16 Uhr Krimskrams und ich kann. Jetzt mal eine Runde machen. Jetzt schöne Sonne. Vorhin war es also grau und grau und grau. Hat aber, glaube ich, nicht geregnet. So sieht es nicht so aus, wenn es geregnet hätte. Und ich gehe jetzt raus. Ah! MP3-Player Startler, MP3 sind drauf. Video ist sogar auch schon online, sehe ich gerade. Wunderbar. So kann laufen, oder? Es ist zwar trotzdem so. Warten, warten, warten. Ich hasse warten. Warten ist das Schlimmste, was es gibt. Aber okay. Ich weiß schon, warum ich mir eine Runde lieber nach Feierabend direkt mache. So viele Menschen unterwegs. Das wollen die alle. Kann ich nicht zu Hause bleiben? Ah, egal.
schön. Riecht es jetzt so gut am abgemähten Rasengras, abgemähtes Gras, abgemähter Rasen. So, oh Mann. Ich bin zurück von meiner Runde und ich weiß nicht, ob es mir ansieht, aber mir geht es gar nicht gut. Ich hätte gestern schon mehr Kreislaufprobleme gehabt mit Kopfschmerzen und allem dran. Und heute war auch so ein bisschen, aber es ging mir eigentlich gut, als ich losgegangen bin. Einigermaßen gut. Aber unterwegs mir Kalterschweißausbruch und schwindelig und ich zitter jetzt am ganzen Körper. Ich musste mich jetzt an, ja, mich nehme ich hier. Und ja, ich habe trotzdem durchgezogen, aber boah, mir reicht es jetzt auch, ne? Also, boah, nee. Braucht doch kein Mensch, ganz ehrlich. Ich will mich jetzt entspannen. Lesen vielleicht, mal gucken. Ich bin wieder Füße hoch und so. Ja. Vorhin filme ich euch noch die Sonne, die durch die Tanne blitzt. Jetzt kriegen wir schon eine geraume Zeit. Meine Runde fällt dann wohl mal ins Wasser. Schade aber auch. Schon Krach da hinten, ja? Mann, Mann, Mann. Und da vorne, ich hab's euch schon mal irgendwie gefilmt, ist jetzt so langsam eine Sekunde. Schneller zoomen. Da hinten ist ein Taubennest. Bin ich denn jetzt? Bin ich hier richtig? Oh Gott. Ah, da. Hey, da, ja. Direkt vor der Nase quasi. Ich habe letztens gesehen, dass da eine Taube hingeflogen ist mit Stöckchen im Schnabel und zu einer Taube, die schon drin saß, hingelaufen ist. War ein bisschen süß. Ja. Ich weiß, viele mögen keine Tauben. Ich habe nichts gegen sie. Ich bin gespannt. Das hatte ich schon lange nicht mehr, dass das Telefon klingelt und ein Fax rankommen will. Ah, je. Oh Gott. Ja. Runde fällt ins Wasser, weil alles nur nass und ich bin unscharf. Das macht aber auch überhaupt nichts. Ah, oh, nee, ey. Fax. Wer schickt mir den Fax? Oder will mir den Fax schicken? Ist Fax nicht out? Out of order? Komische Sache. Aber okay. Schon lange nicht mehr gehört, dieses Geräusch, das Piepsen im Hörer. Naja. Gut. Ich werde sagen, sondern das ist kein Fax. Wundert mich trotzdem. Ich bin ja, früher war diese Nummer ein Fax. Aber es ist schon ein paar Jahre her. Ein paar viele Jahre her.
Gut, ich sitze erstmal hier und lese. Ich habe vorhin schon Schreibgedönse gemacht. Die Zeit, die sitzt eben so im Nacken. An mehreren Freunden, dass ich arbeite. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Und gehört nicht in den Blog, gell? Ja. Mia schreit. Warum schreit sie denn? Was ist denn los? Mia? Was hast du denn? Hunger? Ja, na dann, iss mal was. Du musst ja nicht schreien. Ich beobachte dich auch gar nicht. Ich gehe schon weg. So, gar nicht mehr da. Diese dusselige Faxnummer ist noch 1000 Mal angerufen. Ich bin noch einmal reingerannt und gesagt, dass es kein Fax ist. Hat nichts gebracht. Dann ist er nämlich gar nicht reingegangen. Auch nichts gebracht. Jetzt hat es noch, glaube ich, 2 Mal geklingelt. Jetzt habe ich den mal gesperrt. Musste aber aus der Sperrliste andere Nummern, die wir schon gesperrt hatten, rausschmeißen, weil wir haben irgendwie nur 10 Plätze frei oder so. Keine Ahnung. In der Hoffnung, dass diese anderen Nummern nicht wieder anrufen. Alles irgendwelche Nervsachen. Aber gut, das jetzt war richtig nervig. Und muss nicht sein, dass er die ganze Zeit irgendwelche Nummern anruft oder eine Nummer anruft und die ganze Zeit irgendeinen Fax schicken will. Was soll denn das? Wenn man merkt, es ist kein Fax. Vielleicht ist es automatisch, dass er immer wieder anruft. Ich weiß nicht, ist jetzt gesperrt. Es klingelt nicht mehr. Punkt. Aus. Schluss. Lass mich in Ruhe. Okay, ich habe gerade gesehen, Daniel kommt nach Hause. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich habe jetzt erstmal geduscht. Und der Vlog ist ja quasi dann zu Ende. Und bevor ich mich ja nicht verabschiede, dachte ich, mache ich das schnell, weil ich habe hier schon alles ausgemacht. Das Handy auch schon hingelegt. Werde ich jetzt nur noch lesen, nachher noch meine Haare föhnen, war es das für heute. Und es ist super stürmisch heute. Das ist ja irgendwie in ganz Deutschland so stürmisch, habe ich gesehen. Ja, so ist das. Und das war's, wie gesagt, von mir für diesen Tag, für diesen Vlog. Und morgen geht's wieder mal zum Zahnarzt. Ich habe ein bisschen Wammel vor morgen, aber gut. Wir werden sehen. Sie macht das alles schon. Bestimmt. Also dann, drückt mir die Daumen für morgen. Wie ihr das seht, ist vielleicht schon vorbei oder ist jetzt gerade mittendrin oder keine Ahnung oder auf dem Weg dahin, was weiß ich. Aber ja, bis dann. Bye, bye.